Trennt euch bitte. Und? Habt ihr euch schon getrennt? Es zieht sich jetzt so durch, oder was? Naja, USP muss ich ja wiederholen, damit die Leute es auch kapieren. Apropos USP. Okay. Was wir in den letzten Wochen und Monaten fabriziert haben, ist im Internet, ist doch ganz interessant, wer uns verfolgt auf Facebook, in den sozialen Medien, wird es wohl gemerkt haben. Nein. Wir machen ja Bilderrätsel ohne Ende. Wir hauen ja einen nach dem anderen raus und man merkt, unsere Vorliebe für das Zeichnen, das Kritzeln, ja, das Malen. Und darüber soll heute unsere Folge gehen. Jetzt willst du schnell das Thema an dich reißen, damit ich dir dann nicht dazwischen gehen kann. Na wieso, das haben wir uns heute überlegt. Ich sag unser dazu, Thema ist Kritzeln und Malen. Du zeichnest auch gerne. Was sind so die Motive? Was zeichnest du eigentlich gerne? Bollenhut tut Bollen gut. Nee, jetzt spiel doch mal mit, Mensch. Indianerkopfschmuck habe ich mir doch aufgeschrieben. Ich du willst heute über Hüte reden. Nein. Dann fangen wir doch mit Hüten an. Indianerkopfschmuck. Meinetwegen. Federn. Nein, reden wir doch mal übers Zeichnen. Ja, was zeichne ich gern? Ich zeichne ganz gerne Vögel. Bin ich ganz bei dir. Schräge Vögel sind es sehr gern. Und auch gern so anthropomorphe Sachen. Anthropomorphe, ja, Tiere vor allem. Ja. Mäuse auch ganz gern mache ich. Mäuse. Mäuse? Oh ja. Weil die so einfach sind. Nee, man muss ja irgendwie anfangen mit dem Zeichnen. Und Schnecke oder Maus, ne? Oder so eine oder ein Wolke. Hund. Ein Hund ist auch immer ganz einfach. Ein Hund ist schwierig, weil es ja so viele verschiedene Typen gibt. Also ein Pudel ist leichter zum Beispiel als... Ja, aber es gibt ja auch verschiedene Vögel und es gibt ja auch verschiedene Mäuse. Naja, aber verschiedene Mäuse, die hat man nicht so drauf. Die sind nicht überzüchtet. So, es gibt nur diese, ja, Albino-Mäuse. Die sind überzüchtet. Diese mit diesen roten Augen. Ja. Also reden wir jetzt über Tiere oder über Zeichnen? Übers Zeichnen. Ich zeichne gerne. Ich zeichne aber nur, wenn es passt. Ich zeichne auch wahnsinnig gerne nebenbei, oft auch neben dem Podcast. Ja. Jetzt habe ich leider einen Stift vergessen. Das ist gut, aber das ist für unseren Podcast richtig gut, weil dann wird nicht immer nebenbei geklappert, weil du neigst dazu. Das war die Folge 0. Ja, die Folge 0, die Folge 0. Welche Folge ist es jetzt auch schon? 48. Eieieiei. So langsam treten wir in Sphären ein, die wir uns selber nie für Möglichkeiten haben, oder? Ja, wo man dann auch gar nicht mehr weiß, was man überhaupt machen soll. Ich finde auch gut, wir haben die ersten Folgen haben wir so krampfhaft versucht, sowas Pep reinzubringen, haben ab und zu dann mal was rausgeschnitten und dies und das gemacht. Aber mittlerweile hat sich schon sowas etabliert, das ist wie so eine sexuelle Beziehung, sag ich mal. Zwischen uns jetzt oder zwischen Publikum und uns? Nee, nur einfach zwischen uns neben dem Podcast. Das ist richtig. Wir haben einfach jetzt unseren Weg gefunden und so machen wir es jetzt. Um mit unserer Krankheit umzugehen. Ohne viel links und rechts. Das ist richtig. Das ist aber leider, man muss erstmal den Modus Vivendi finden und dann geht es einfach, fließt, flutscht. Mhm. Liebe Leute, wir machen bestimmt irgendwann mal wieder eine Sonderfolge. Spätestens ab 51. Ja. Geht's richtig rund. Ja. Ja, dann lass uns mal über Hüte reden. Ja. Ganz bezugslos, einfach rein in die Materie. Überleitungsgott. Nö, eben nicht. Ja, jetzt. Sag doch mal, ein Gott, ja, hat ja überhaupt nicht nötig, überzuleiten. Und hat auch überhaupt gar keinen Hut meistens. Hermes, der Götterbote, hat einen. Der hat einen Hut, das stimmt. Ist der Gott? Jetzt müssten wir mal wieder die letzte Folge sozusagen. Ich denke schon, ja. Einer der olympischen Götter. Ja, wir haben uns ja letzte Woche über den Hut von Oliver Kahn, dem Tortitan, unterhalten. Die Schirmkappe. Die Schirmkappe, genau. Und wie die Rechercheabteilung danach rausfand, es waren werbliche Gründe, warum dieser Mann das gemacht hat. Monetär. Weißt du, von welcher Firma? Ja, aber ich sag's nicht. Ja, okay. Eine große, kannst du ja andeuten. Eine große Sportartikelhersteller, oder wer? Vorname wie ein berühmter Diktator. Oh, super. Das ist eigentlich ja der schändlichste Grund, eine Mütze zu tragen. Das ist ja dieser berühmte, wir hatten es ja auch letzte Woche über den berühmten Boxer. Aber es gibt noch andere Gründe. Es gibt nämlich zum Beispiel religiöse Gründe. Da wird sehr gerne ein Hut getragen. Naja, oder ein Tuch. Ist ja egal, aber religiöse Gründe, also die gesamte katholische Führungsebene unterscheidet sich ja vor allem durch einen Hut. Die Größe des Geschlechtsteils ist es wahrscheinlich nicht, oder? Also da gibt es wenig Nachforschungen, ja. Ja, ist richtig. Dann gibt es herrschaftliche Gründe, also die berühmte Krone, ne? Der Klassiker. Hier, Zingis Kauni, sag ich nur.
Wobei, ob der eine Krone getragen hat? Ja, die Krone von Genghis Khan ist ja ein Mythos. Man weiß nicht, ob er sie getragen hat, aber sie wird jedenfalls vermisst. Schmerzlich. Ja, und berufsbedingte Gründe. Und das ist das Häufigste, warum man Hut trägt. Ja. Ich verstehe es zum Beispiel. Also, früher war... herunterfallende Marzipankartoffeln zum Beispiel. Nein, es macht ja Sinn, in gewissen Berufen einen Hut zu tragen. Einen Helm zum Beispiel. Ja. Einen Bauhelm. Ja, das macht Sinn. Da ist auch schon, glaube ich, viel Leid den Menschen erspart geblieben, weil der Backstein eben den Helm getroffen hat und nicht den Kopf. Aber ja. Es gibt Berufe, die einen Helm tragen müssen, einen Hut, eine Kopfbedeckung jedenfalls, die ich nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel... Jetzt bin ich ganz gespannt. Die Polizeimütze. Weil ich glaube, der Mensch wirkt dadurch größer. Ja, also wie... Unbewusst ist es schon das, so... Das Hoplitentum quasi, das immer noch. Wir befinden uns mitten in der Phalanx. Mitten in der Phalanx. Da ist auch ganz klar, dass man sich der Federschmuck, der auch den größer macht. Nee, ich glaube, dass man die Leute aus der Menge erkennt auch. Glaube ich auch. Aber ich glaube, die Entwicklung, also der Polizeimütze ist heutzutage nicht so wichtig. Aber der Polizeihelm entwickelte sich vom Soldatenhelm und wurde immer weiter verniedlicht. Oder? Also so kam es mir jedenfalls vor. Heutzutage sind es ja so Stoffcappies mit so einem kleinen Schild. Naja, jetzt musst du aber auch unterscheiden zwischen dem Polizeimützchen und dem Polizeihelm. Zum Beispiel gibt es ja auch noch. Echte Polizisten haben ja gar keine Mütze auf. Polizisten, die Schwerverbrechen lösen. So ein Streifenschandi, den brauche ich nicht. Das ist nicht meine Welt. Ne? Die unterste Staatsmacht. Und die haben aber Hüte auf. Oder Jan Vetter. Vom Großstadtrevier. Macht er das eigentlich noch? Oh, das weiß ich nicht. Oh, das weiß ich nicht, ist alles? Aber da haben es ja ästhetische Gründe einfach. Beim Großstadtrevier jetzt? Bei Jan Vetter. Man kann sich den Mann auch ohne Polizeimütze gar nicht mehr vorstellen. Beziehungsweise unser Publikum kann sich, glaube ich, Jan Vetter einfach nicht vorstellen. Weil das ist, glaube ich, nicht die Hauptzielgruppe, muss man sagen. Naja. Schade. Wie würdest du denn eine Polizeimütze zeichnen? Ich würde ganz klar mit dem Symbol oben in der Mitte anfangen. Ja. Und dann schon mal festlegen, in welchem Bundesland wir sind. Ist ja ein Herrschaftszeichen. Ganz klar, ja. Ja. Und dann schön die Sonnenstrahlen außenrum. Kennst du doch diese Deckel von der Polizei bis in die 60er Jahre? In den 60er Jahren gab es ja noch diese Verkehrspolizisten, die auf diesen Sockeln da in der Mitte von Kreuzungen standen. Selten, aber die gab's. Und die hatten ja noch diesen Rundhelm. Ja. Wo so ein Schwänzchen da oben steht, da vorne. Das ist damals das Herrschaftssymbol gewesen. Das ist sehr witzig. Es hat sich dann schon wieder weiter verniedlicht, oder? Die Kappe ist flach geworden irgendwann. Müsste man vielleicht wirklich mal. Das zu vieles Guten. In der Soziologie gibt es bestimmt irgendwelche Leute, die das Studien, als fallisch bezeichnen. Die das als fallisch bezeichnen, gibt, das bin ich. Aber ich bezeichne so ziemlich alles als fallisch. Seit ich mal diese schlimme Geschlechtskrankheit hatte, ist bei mir alles Penisform. Blutpenis. Oh, hör auf! Das ist doch jetzt wieder, weißt du, ich mache hier sanfte Andeutungen. Ach was. Und du musst gleich wieder die harte Scheiße hier raushauen. Hast du noch was zum Zeichnen? Viel. Ich wollte Vorlagen. Was kommt denn da? Nee, ich dachte, wir reden jetzt nochmal über Hüte. Hüte sind ja, sag ich mal, so ein sehr, sehr dick aufgetragenes Understatement. Ja. Also, womit man rausgeht. Während die Zeichnung ja eher doch was Privates ist. Sowas, was nebenher macht, was ja oft was Alltägliches ist, beispielsweise beim Telefonieren. Ja, dieses nebenher beim Telefonieren. Zum Beispiel. Ich heb mir das immer auf. Wir saßen ja schon öfter gemeinsam in diversen Fortbildungen, in diversen Tagungen, wo wir auch nebenbei gekritzelt haben, ziemlich viel. Und ich muss sagen, ich heb mir das alles auf. Ist auch ganz wichtig. Es ist wie ein gezeichnetes Tagebuch, finde ich. Ja, aber also ich muss ja sagen, ich kenne ja dein Oeuvre relativ gut. Ja, weil es ist nicht schön. Es wiederholt sich oft auch. Ja. Sagen wir mal, die Motive sind immer die gleichen. Und meinst du, das ist aber doch ein Tagebuch des Grauens, wenn man sich deine Bilder anschaut, die handeln von Menschen, die sich aufgehängt haben. Bei den Menschen, ja, man muss sagen, die so fröhlich wie die Tiere sind, so traurig sind die Menschen. Ja. Und wenn das ein Tagebuch ist, dann ist ja sozusagen für die Nachwelt immer scheiße gewesen. Weil die ja nicht einordnen können, was du damit meinst. Es ist ja ein Sollen sie die Texte daneben lesen? Ein chiffriert, ja, daneben steht dann irgendwie, was weiß ich, Tagesordnungspunkt 7.
Dann wissen Sie, wie ich, Hose hoch. Wie ich zu Tagesordnungspunkt 7 stehe. Ja. Diese Zeichnungen werden auch wahnsinnig oft dann auch von Kunstpsychologen analysiert. Ja. Das ist ein bisschen wie so eine Traumdeutung. Outsider-Art. Nur, dass man sich halt quasi noch daran erinnert, weil es ja einfach da ist. Ja. Und ist auch oft besprochen worden. Und ich glaube, dass es neben dem Telefonieren eigentlich irgendwie jeder macht. Ich glaube, selbst beim ersten Telefonat haben die schon die Pferde und die Gurkensalate gemalt. Selbst da haben sie. Ja, ich glaube, aber man macht ja eher so Kringel. Man macht ja eher nichts Bildliches. Doch, klar. Du machst was Bildliches beim Telefonieren? Ja. Nee, ich mache meistens so, weiß nicht, Vögel. Es ist was Bildliches. Aber das ist wirklich. Nee, ich mach ja wirklich, also Schneckenhäuser, manchmal auch Schnecken unten dran. Ich würde mir dazu gerne einen Song wünschen. Ach. Ja. Hätte aber vor dir noch gerne erklärt von dir, wie eigentlich dieser Songwunsch bei uns aussieht. Das haben wir lange nicht mehr erklärt. Ja. Was sollen die Leute eigentlich machen? Ist mir letzte Woche schon aufgefallen. Da haben wir sie einfach sitzen lassen. Was heißt denn der Songwunsch für unsere Hörer? Der Songwunsch für unsere Hörer bedeutet, ihr macht auf Pause beim Hauptvideo, nämlich diesem. Hallo. Hallo, wir sind das Hauptvideo. Und dann öffnet ihr einen neuen Tab. Oder wie heißt es bei anderen Anbietern? Fenster, Registerkarte. Registerkrater. Und dann macht ihr da das Video auf, das wir euch gleich empfehlen werden. Ja. Und dann hört ihr so oft ihr wollt. Und dann öffnet ihr wieder den Podcast. Genauso läuft. Viel zu lange erklärt. Der von mir gewünschte Titel heißt Mäusemalende Frauen. Ach Gott, von? Und behandelt. Es ist leider, ich glaube, es ist eine Wiederholung, ich weiß nicht so genau. Leider wieder Fanny van Dannen. Oh. Aber es behandelt genau das Thema, das wir gerade besprochen haben. Ja, gut, man muss ja sagen, wir haben mittlerweile sehr häufig ähnliche Bands oder auch die gleichen. Tatsächlich. Wiederholungen. Ich habe aber schon welche hinten anstehen, wo ich das gerne ändern würde. Und jetzt hören wir rein. La 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 la. Und da sind wir auch schon wieder. Ah, ja, ja. Es geht so schnell. Ja, man muss den Leuten aber auch Zeit lassen, dass er auf die Pause-Taste drücken können. Ja, deswegen wird ja in der Mitte wird ja was eingefügt. Sehr laut, die merken das schon, wenn sich da was ändert. Das ist richtig. Plötzlich wacht man auch wieder auf. Ja. Weißt du, die ganze Zeit. Fällt einem der Hut vom Kopf. So laut. So, man vermalt sich zum Strich. Naja. Die Verniedlichung bei Kopfbedeckungen, ja, ist. Bei meinen Aufzeichnungen zieht sich das so durch. Mir kam nämlich sofort die Karnevalsrufe, die wir auch schon in der ganz früheren Folge mal bedacht haben. Da gibt es ja unterschiedliche Herleitungen. Und einer von diesen davon, Narrenhüten? Nee, von diesen Karnevalsrufen. Von den Rufen? Okay. Ja, den Rufen. Rufis könnten auch verwendet werden im Karneval, aber wollen wir nicht. Jedenfalls bei den Karnevalsrufen gibt es ja diese... Wir plädieren für echte Liebe im Karneval. Nee, bitte. Harte Liebe auch. Herleitung von Eselsrufen ist ja eine der Vermutungen, woher diese Karnevalsrufe stammen. Ist ja auch eine Stilisierung, eine Verniedlichung. Ja. Es gibt aber auch andere Herleitungen davon. Tut jetzt nichts zur Sache. Ich war jetzt auch gerade ganz gespannt, wie du jetzt darauf kommst. Aber ja. Mir kam nur so bei den Verniedlichungen. Ist ja auch zum Beispiel bei diesen Escort-Rennen. Bei diesen Escort, diese Pferderennen, ja, wo den Hüte Pflicht sind. Richtig. Auch. Und möglichst extravagant und im Gericht, super abgefahren. Im Gericht zeichnet einer in Amerika immer. Ja. Tut jetzt auch nicht so Sache, ne? Weiß auch nicht. Ich wollte noch einen Wikipedianer des Monats einfügen. Ein Wikipedianer des Monats und bitte. Wikipedianer des Monats. Hüter der Hornochsen heißt mein Benutzer. Hat auch irgendwas mit Hüten zu tun. Ja. Ist bei Wikipedia wichtig. Befasst sich mit geschichtlichen und genealogischen Themen. Mhm. Ja. Ich habe mir aber überlegt, woher kommt eigentlich der Hornochse? Der Begriff? Ja. Tut jetzt weder zu Hutthema noch zu. Was hast du? Zeichnungen? Ja, aber die ersten Zeichnungen, Höhlenmalereien, sind auch oft Ochsen dabei. Ja, aber die haben auch Hörner, richtig. Aber warum Hornochse? Es ist, glaube ich, viel einfacher, als man denkt. Aber ich stieß bei meinen Recherchen zuerst auf den Film Der Hornochse und sein Zugpferd von 1981. Mhm. Eine französische Komödie. Und wer muss da mitspielen? 1981 bereits.
Gérard Depardieu. Richtig, der Mann mit der langen Nase. Gérard Depardieu spielt mit. Es gibt ein Kartenspiel, Hornochsen. Mhm. Aber da erklärt sich ja nicht, woher es stammt. Es ist viel einfacher. Es ist ähnlich dem Idiot. Narr ist damit gemeint. Aus dem Oberdeutschen. Okay, weil einfach so störrisch ist wie so ein Hornochsen. Richtig. Okay. Störrisch tue ich auch meine Themen hier durchziehen. Jetzt bist du mit deinem Wikipedianer dran. Ich wollte nur gerade sagen, mit der Höhlenmalerei. Ne? Auch, auch was Spannendes. Hast du das schon mal gemacht? Diese ganzen Farben, Kohle, Ocker und so alles mal in den Mund zusammenmischen und dann schön an die Wand spucken? Nee. Da habe ich schon mal gedacht, ganz Australien auch. In Australien, da machen die das ja heute noch gerne, Aborigines. Kannst du überall immer noch machen. Ja, kann man, aber wird selten gemacht. Ja, es hat diesen sakralen Kontext, hat es einfach nicht mehr. Ja. Ganz interessantes Gefühl im Mund. Oh, du gehst gerade. Tschüss, wenn ich gerade meinen Wikipedianer auspacke. Ich bitte dir, bitte jetzt mal aus. Ich rate dir zu bleiben, weil ich finde meinen Wikipedianer eigentlich ganz gut. Aber du kannst auch gehen, wenn Nein, mein Bein ist eingeschlafen. Erzähl mal weiter. Ach, schön. Ich finde, ich habe schon lange überlegt, ob ich diesen Wikipedianer mal dran nehme. Ich glaube, es ist Zeit. Ja, es ist Zeit. Ich sterbe hier im Hintergrund. Ich finde es großartig. Ich habe einen Krampf im Bein, jetzt erzähl weiter. Es wird immer schlimmer, denn ja. Gleich wird amputiert. Mein Wikipedianer, vielleicht der beste des Monats, der beste vielleicht aller Zeiten, ich weiß nicht, ist MAN Man 77. Der beste aller Zeiten? Jetzt pass auf. Okay. MAN 77 begrüßt erstmal dreisprachig. Bitte? Die auf seine Benutzerseite, nämlich Hola auf Spanisch. Ja. Servus auf Boarisch. Boarisch, Österreichisch. Und ist Bayerisch. Merhaben. Ah. Auf Arabisch. Wahnsinn. 77 kommt aus Oberösterreich, wohnt deshalb natürlich in Wien. In Dakar, habe ich gedacht. Wohnt natürlich in Wien und hat eine eigene Seite eingerichtet auf der Wikipedia zu seinen Benutzernamen. Und wir rätseln ja auch hier offen über die Benutzernamen, machen Benutzernamens-Gags. Und da ist natürlich schön, wenn in der Wikipedia einer aufklärt. Und das Ganze auch mit so ein bisschen Understatement und ohne sich zu wichtig zu nehmen. Und das macht hier MAN77. Ach Gott, erzähl, ich wollte es gerade jetzt mal ein bisschen vorlesen, weil ich fand das herrlich. Und zwar schreibt MAN77, einige der werten Mitwikipedianerinnen und Mitwikipedianer scheinen ob des uneingeschränkten Willens, die Enzyklopädie voranzubringen, keinen zusätzlichen Arbeitsspeicher zur Verfügung zu haben, um sich die Anzahl der N ist verlinkt, um die Anzahl der N, die Buchstaben? Ja, in meinem Benutzernamen zu merken. Also, da scheint jemand sehr aufgebracht zu sein. Und jetzt kommt's. Diese Eselsbrücken sind ein Entgegenkommen meinerseits, um das Einprägen meines Benutzernamens zu erleichtern. Folgendermaßen können Sie sich meinen Benutzernamen herleiten. Das 77 lasse ich gerade mal stehen. Und jetzt kommen 9 Hammer-Gags mit Bildern unterlegt von MAN77. Oh, pass auf. Wir sind mittendrin. Erster Gag ist nach Nene Cherrys Album Man von 1996. Wem von euch Nene Cherry nicht sagt, hatte eine skandinavische Hip-Hop-Künstlerin, die in den 90ern ein paar große Hits hatte. Verpasst. Zweiter Gag. Eine Hommage an das MAN-Fahrzeug. Ja. Schöne Laster. Könnte ja sein. Ich weiß es ja nicht. Dann, es wird wilder jetzt, ein Akronym meines Namens von Marco Antonio Nunes. Der war Präsident der chilenischen Abgeordnetenkammer von 2015 bis 2016. Oder Martin Andreas Nowak, der war Mathematiker und Biologe in Harvard. Von wann bis wann? 2015 bis 2016? Wieder Nunes. Wahrscheinlich. Oder es könnte sein, dass es Arabisch, Mann, heißt wer. Man muss sich ja schließlich auch selbst hinterfragen. Schreibt ihr. Ist gut. Dann steht hier, ich hoffe ironisch, meinem Idol Mann Schwe gewidmet. Mann Schwe war Militär-Politiker in Myanmar, hauptsächlich Militär, der lange gegen die Demokratisierung im Land vorgegangen ist und von 2011 bis 2016 Sprecher des Unterhauses war. Dann denkt er sich, vielleicht bin ich aber auch als Benutzer so unpräzise wie ein Indefinitpronomen. Ha. Das ist Mann. Oder ich bin Paid Editor der Man Group, das ist ein Hedgefonds-Unternehmen. Oder ich bin die Schnittmenge der Buchstaben der Begriffe Man und Woman. Also Man. Ja. Oder ich bin meinem akademischen Grad dem Master of Applied Nihilism entsprechend. Den gibt's aber bitte nicht.
Und das war alles. Und da habe ich mir gedacht, wer ist diese Person? Da kann man doch dahinter kommen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, Österreich. Und hier sind zwei Namen, die beide irgendwie an der Abgeordnetenkammer Präsident und Sprecher waren. Politisch, sehr politisch. Da kommen wir doch drauf. Und ich habe zwei Personen ausgemacht, die es sein könnten. Erzähl. Natürlich nehme ich die Nationalratspräsidenten. Es könnte sein, Herzblatt Nummer 1, Wolfgang Sobotka ist derzeitiger Nationalratspräsident. Aber er hat ja nicht die Abkürzung MAN. Ja, aber das ist ja nur... Das meinst du, das ist vorgetäuscht und ist 77 geboren? Nee, 56. Oder, was ich allerdings eher glaube, es ist Doris Bures. Die war bis 2017 erste Nationalratspräsidentin in Österreich. Ist die 77 geboren? Nein, auch viel früher. In der österreichischen Politik, genau, die 77 geboren sind, die führen noch hier die Kinderparteien, Jugendclubs führen die noch an. Die ist nicht mehr erste Vorsitzende. Muss ich jetzt aber mit Ohren widersprechen. Hat 89 ist der geboren, oder 88. Hat ihren Vorsitz abgeben müssen. Ja. 2017, ich finde, das ist schon sehr nah an 2016 dran. Ich habe die Doris unter Verdacht. Doris Bures ist, glaube ich, Man 77. Ja, und das war der Wikipedianer des Monats. Wikipedianer des Monats. Das war schlimm. Vor allem wirklich mein Bein. Also liebe Leute, ich bin wieder da. Mein Bein ist immer noch ein bisschen derangiert. Es ist, aber die Leute wollen sowas, glaube ich, hören. Oder? Ja, nee, ich finde langsam gut. Wo tut's denn mehr weh? Nein, ich Knie saß oder die ganze Zeit irgendwie komisch. Und dann ist mein Bein hier oben am Oberschenkel eingeschlafen. Und dann habe ich mich hingestellt. Ja, habe ich es abgestürzt. Und dann habe ich mich hingestellt. Ganz schnell, ruckartig. Du warst dabei. Und plötzlich zog es Muskelabriss. Alles zusammen. Ja. Es war wirklich schlimm. Also, es hat richtig. Wir sollen mal warme Wickel machen. Ja, wir könnten eigentlich. Hatten wir den nicht gerade? Den Wickel des Monats? Man muss auch mal Ruhe bewahren können, ne? Ja, also, das ist ja ein richtiger Scherzbold, MAN 77. Unfassbar. Sollen wir jetzt über die Narrenkappe reden? Gern die Narrenkappe. Wie so ein Schiffchen im Prinzip. Ja, ich habe mir aber nochmal Bilder der mittelalterlichen Narrenkappe vor Augen geführt. In welchem Abschnitt des Mittelalters? Spätmittelalter, weil die ganzen Stiche ja meistens aus dem Spätmittelalter oder frühen Neuzeit sind. In der frühen Neuzeit wird zum Beispiel auch Luther mit der Narrenkappe dargestellt. Meistens despektierlich. Meistens sehr ernst gemeint. Es ist vom mittelalterlichen Google, der Google, im Mittelalter hat man Google zu der Kappe gesagt, so eine kapuzenartige Mütze. Mhm. Hast du gleich wieder vor Augen, wenn ich sie sage. Später hat man dann Eselsohren mit Schellen hinten dran befestigt. Ja. Und dieser Esel steht für Geilheit und für Trägheit. Zwei der sieben Todsünden. Oh ja. Und trotzdem haben Gaukler, fahrendes Volk, Spielmänner gerne diese Kappen getragen, um sich auch ein bisschen über die Gesellschaft, in der sie sich befunden haben, lustig zu machen. Und sich über die Gesetzmäßigkeiten hinwegzusetzen. Hinwegsetzen zu dürfen. Ja. Aber ich dachte mir, diese Kappe, ursprünglich dachte ich mir, das ist so ein Aneignungsding. Ursprünglich wurden die für Menschen, die was verbrochen hatten, gemacht. Ja, Schandmasken. Und dann haben die Leute sich das selber angeeignet, wie schwul zum Beispiel. Die Bezeichnung. Ist ja erstmal eine despektierliche, ja, die dann von der Community angeeignet wurde und heute sozusagen ins Positive gekippt wurde. Ja. Und ich dachte, es ist eigentlich auch so. Aber es ist nicht so. Die Kappen wurden von der Obrigkeit verfügt über diese Gaukler und die haben es daraufhin angezogen als eine Art, machen wir es halt. Müssen wir halt machen jetzt. Ne? Und das war keine Selbstaneignung. Ja, das ist sehr schade. Ich finde gut, dass die das so tragen. Es gibt ja auch diese Clowns-Vereinigungen, wo ich mir die Sitzungen auch richtig gut vorstelle. Diese Clowns-Vereinigungen in der Krebsstation, so Kinderkrebsstation. Richtig trauriger Job. Ja. Und da gibt es jedes Mal Torte einfach. Jedes Mal. Ins Gesicht auch. Naja, jedenfalls verschwinden diese Eselsohren auch aus Trägheit bis im 19. Jahrhundert, weil die so schwierig waren anzunähen. Weißt du, diese Eselsohren. Und heutzutage ist. Man hat ja mal einen Nagel genommen. Und heutzutage ist die Narrenkappe keine Kapuze mehr, sondern einfach nur aufsetzbar. Und sie hat wie einen Strich in der Mitte, was den Hahnenkamm symbolisieren soll. Hat auch was mit Geilheit zu tun, meiner Meinung nach. Wenn gefüllt, ja. Wenn gefüllt, richtig.
Ja, das waren meine Kappengeschichten, meine Hutgeschichten. Hast du denn noch ein Aber bisschen was zur Zeichnung? wie ist es international, frage ich mich. Frage Weil ich da mich ist ja auch, habe ich aber nicht nachgeguckt. der Hahn ja auch ganz anders konnotiert. Beim Nunes, meinst du jetzt in Spanien? Naja, in Port alles außenrum, in Portugal und in Frankreich zum Beispiel, Ja, Nationalsymbol. das ist richtig, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke auch, der Hahn wird da auch als sehr geil dargestellt. Ja, Warum soll das da anders ja, sein? Ja, davon der geht man aus. Hahnenkampf gibt es ja im Süden auch sehr, sehr gerne. Ja, wo Ich man so weiß gar kleine nicht, in welchem. Messerchen an die Beine macht. Das ist richtig Schlimm. eklig. Da Das reden ist wir jetzt wirklich nicht, da schlimm. reden wir jetzt nicht wirklich drüber. Aber ich weiß nicht, wo der ursprünglich herkommt. In Lateinamerika wird ja auch immer noch heute gerne angewandt. So Mexiko und so gibt es Ich immer noch glaube, dass es Hahnenkämpfe. schon in der Antike Hahnkämpfe gab, um ehrlich zu sein. Ja, aber wer hat da heute sozusagen das Monopol drauf? Welches Land wird es heute noch zu seinen Traditionen zählen? In Indien weiß ich, dass es das viel gibt. Kommt sicherlich auch da auf die Region an, aber gut. Ja, ich Zeichnungen! habe jetzt auch noch nicht Mach mal eine jedes Zeichnung von Eck. einem Hahnenkampf. Das ist wie ein Gerichtsmaler, ein bisschen. Ich klage Der an. Kopf fehlt, aber der Rest kämpft noch Hör weiter. auf! Ja, du hast gesagt, ich soll, wie ich es mache. Ich habe schon gesagt, ich besitze leider keinen Stift. Gerade. Erzähl. Ich hatte immer, als Kind auf dem Schreibtisch, Probleme. hatte ich eine Unterlage bekommen für meinen Tisch, weil ich als Kind alles angemalt habe. Und nicht, sage ich mal, in einem Alter von 4 bis 5 Jahren, wo man das so gerne macht, sondern schon in einem etwas höheren Alter, Gesetzt. wo man als Gesetz 60, eigentlich, 70. kurz vorm Auszug eigentlich, wurde mein Zimmer ausgekleidet mit Papier einfach. Und damit ich mich da immer mal austoben Ich durfte konnte. meine Wände bemalen, tatsächlich. Ich Ich habe nicht. mal, also ich hatte so, ach, wie heißt es denn? Diese Raufasertapete. Oh, Raufasertapete heißt schön. es, ne? Und da hast du ja nachts oder beim Einschlafen schon immer sehr witzige Figuren in der Wand gesehen. Wurde dran gekaut oft. Ja, das waren die harten Jahre. Nee, in der Wand konntest du durch diese Raufasern der Tapete, konntest du so Figürchen erkennen. Und die habe ich immer erstmal umkreist, Ja. damit ich sie mir gemerkt habe. Und irgendwann habe ich begonnen, eine Bordüre um mein Bett herum zu malen. Ah, ja. Einen Zug der Monster. Oh, Aber schön. witzige Monster, Oh, nicht schön. Ich böse. hatte mal einem Kumpel geholfen, als er umgezogen ist, die Tapete zu entfernen. Und was da drunter frei geworden ist, war auch schön. Das wussten wir alle nicht. Das Also wussten wir alle nicht. eine Wand voll mit Penissen gemalt einfach. Das haben die Leute gesehen und gesagt, okay, da waren wir jetzt ins Kinderzimmer draußen. Fand ich nicht schlecht. Fand ich Ja, echt gut. ich hatte eine Zeit lang ganz großen Donald Duck an der Wand. Der wurde aber dann in Blau übermalt einfach. Also die ganze Wand blau. Wie groß war der Schmerz, wo das weg ist? Es ist ja auch immer so, wenn man Nee. irgendwas, zeichnet, man steht ja auch dazu, du sagst ja, du pelzt dir deine Sachen auf. Wenn Ja, da mit jetzt also drunter. Raufasertapeten eher nicht. Ich bewahre vieles auf, aber Raufasertapeten habe ich allesamt weggeschmissen. Ich muss ja auch sagen, es ist einiges erhalten geblieben, was ich an die Wände geschmiert habe. Und Anverwandte von Im mir, kollektiven Gedächtnis einfach. ja, und Anverwandte von mir haben es tatsächlich ein kleines Graffito hinter Glas gesetzt. Oh, schön wie in Pompeji. Ja, wie in Pompeji. Hat was, weil alles andere sehr, sehr neu bearbeitet wurde. Und das eine Teil ist jetzt hinter so Plexiglas. Mit so Wirklich Vorstehen. witzig einfach. Ja, doch, doch. Darf man fragen, was es ist? Mein Name ist dabei, deswegen nein. Ah, aber ganz interessant, was Kunstpsychologen zu Leuten sagen, die gerne ihren Namen malen. Das habe, glaube ich, nicht nur ich gemacht. Ich habe ja auch noch Schwestern und Brüder. Du hast einfach viel gemalt, Und aber die damit anderen mein, malen einfach deinen Namen mit drunter. Schwestern und Brüdern meine ich meine christliche Gemeinde. Jesus wird kommen, guckt beschäftigt. Ja. Nee, du hast nichts mehr zu Zeichnungen. Ich habe dir doch gestern gesagt, ich konnte mich fast nicht vorbereiten, was irgendwie jeder heute bemerkt hat. Ich habe ja sogar Verletzungen vorgetäuscht. Ja, hast du denn Leute, wo du sagst, das sind solche, die haben mich jetzt beim Zeichnen so inspiriert? Weil ich sage mal, man wächst ja nicht auf und sagt, das sind jetzt Sachen, die zeichne ich, Ja. sondern das ist ja was, das schaut man sich so an, wie andere Leute halt irgendwie zeichnen, versucht dann irgendwie sowas Ja. mitzuzeichnen. Auch zum Beispiel diese, ich sag mal, diese Mäuse, die ich gerne mal, diese anthropomorphen Mäuse, habe ich zum Beispiel eine Bekannte, die hat die immer so gezeichnet und auch so Kalender draus gemacht und Klump und Zeug. Und da habe ich Uli das auch Stein sehr ist gerne deine gemacht. Verwandte. Ja. Meine Bekannte heißt Uli Stein, ja. Immer so Käse auf. Nee, ich überlege gerade. Traxler hat mich immer fasziniert. Das ist so karikaturistisch. Ich weiß, glaube ich, nicht für die Taz mal. Zeitlang, aber das ist schon in späteren Zeiten, wo mich das
wo mich das interessiert hat. Und wir haben ja schon oft über Comics gesprochen. Über Comics, definitiv. Karl Barks hat mich sicherlich unbewusst inspiriert. Nee? Ja, aber Enten sind in deinem Portfolio tauchen hier nicht so häufig auf. Nee. Weil auch Schnäbel schwierig sind, glaube ich. Also nicht so einfach. Schnabel. Liebe Leute, das nächste oder übernächste Bilderrätsel, wenn ihr euch das mal anschaut, da ist eine Ente dabei. Sogar mit richtigem Schnabel. Muss ich jetzt gerade mal mich ein bisschen von deinen Nachstellungen hier haben ein bisschen wir doch, haben wir doch outgesourced. Das haben wir outgesourced. Das macht jetzt auch die Rechercheabteilung. Die nimmt jetzt mittlerweile auch alles in die Hand. Irgendwie. Irgendwann sitzen hier wirklich andere Menschen. Dann wird's gut. Aber das ist gut recherchiert einfach. Es ist gut recherchiert, es ist sinnvoll, es ist in Reihenfolge vorgetragen. Menschen haben keine Krämpfe, während sie irgendwas vortragen sollen. Oder täuschen jedenfalls keine Krämpfe vor. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Auf bessere Zeiten. Auf die Bilderrätsel könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Na gut. Schönes Wochenende. Bring mal's zu Ende. Tschüss. Wiederhören. Trennt euch bitte.